Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr versperrt anderen den Zugang zu Gottes himmlischem Reich, denn ihr selbst geht nicht hinein und die hineinwollen, hindert ihr auch noch daran. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reist in der Welt herum, um nur einen einzigen Nichtjuden dafür zu gewinnen, eure Gesetze anzuerkennen. Und wenn ihr einen gefunden habt, dann wird er durch euch zu einem Anwärter auf die Hölle, der euch an Bosheit noch übertrifft. Wehe euch! Ihr wollt andere führen und seid doch selbst blind. So behauptet ihr, beim Tempel Gottes schwören, das hat nichts zu bedeuten, aber wer beim Gold im Tempel schwört, der muss seinen Eid halten. Ihr blinden Narren, was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, durch den das Gold erst geheiligt wird? Ihr sagt, ein Eid beim Altar geschworen hat keine Bedeutung. Wer aber bei dem Opfer auf dem Altar schwört, der muss sein Versprechen halten. Ihr verblendet. Was ist denn wichtiger, die Gabe auf dem Altar oder der Altar, der die Gabe erst zum Opfer werden lässt? Wer beim Altar schwört, der schwört bei allem, was darauf liegt. Wer beim Tempel schwört, der ruft Gott zum Zeugen an, der dort wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und damit bei Gott selbst, der auf diesem Thron sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Ihr aber entfernt jede kleine Mücke aus eurem Getränk, doch ganze Kamele schluckt ihr bedenkenlos hinunter. Andere wollt ihr führen, dabei seid ihr selbst blind. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab, doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eurer Gier genommen habt. Ihr blinden Verführer, reinigt eure Becher erst einmal von innen, dann wird auch ihr Äußeres sauber sein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die weißgetünchten Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Genauso ist es bei euch. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gottes Willen tun, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Auflehnung und Heuchelei. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Den verstorbenen Propheten baut ihr Denkmäler und die Gräber derer, die nach Gottes Willen lebten, schmückt ihr. Dazu behauptet ihr noch, wenn wir damals gelebt hätten, wir hätten die Propheten nicht umgebracht wie unsere Vorfahren. Damit gebt ihr also selbst zu, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Ja, weiter so. Macht das Maß eurer Väter nur voll. Ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr der Hölle entrinnen, zu der Gott euch verurteilen wird? Deshalb hört her. Ich werde euch Propheten, weise Männer und Lehrer schicken. Einige von ihnen werdet ihr töten, ja sogar kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und sie von Stadt zu Stadt verfolgen. Darum werdet ihr auch zur Rechenschaft gezogen werden für den Mord an all jenen Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben. Angefangen bei Abel bis zu Secharia, dem Sohn von Berechja, den ihr zwischen Tempel und Brandopferaltar ermordet habt. Ich versichere euch, das Strafgericht für all diese Schuld wird noch über diese Generation hereinbrechen. Jerusalem, o Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Und nun? Euer Tempel wird von Gott verlassen sein und völlig zerstört werden. Und ich sage euch, mich
werdet ihr erst dann wieder sehen, wenn ihr rufen werdet: Gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt.